Hallo liebe Freunde von meinem Channel Pepper Hacks. Auf diesem Kanal zeige ich euch die besten Lifehacks rund um den Pfeffer. Heute in dieser Folge geht es darum, wie fülle ich eine Pfeffermühle auf. Alles was ihr dazu braucht, ist eine Pfeffermühle und Pfeffer. So, fangen wir an. Jetzt wird's spannend. Also, ich drehe die Pfeffermühle auf, links herum, gegen den Uhrzeigersinn. Ich entferne vorsichtig den Deckel, lege ihn zur Seite. Jetzt öffne ich die Pfefferdose, auch gegen den Uhrzeigersinn, nehme die Pfefferdose und fülle den Pfeffer in die Mühle. So einfach geht das. Wie ihr seht, das geht ganz einfach. Schon ist der Pfeffer drin. Nun vorsichtig den Deckel, setzen ihn wieder drauf, schrauben den Deckel fest. Und voilà, ich drehe ein bisschen und unten kommt der gemahlene Pfeffer heraus. Ist das nicht toll? Lasst eure Kommentare unten, abonniert meinen Channel Pfeffer Lifehacks für alle, die Pfeffer lieben. Bis bald, tschüss!